Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic, Teil 6, The Mandate of Heaven. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind nördlich von Mist auf den Inseln und ich denke, das ist ja die letzte Insel und die wollen wir uns doch auch mal anschauen. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Gegner, aber ich glaube, das war's dann eigentlich auch schon. Und natürlich noch Truhen und so weiter zu, die wir plündern können. Hey. Ansonsten, ja. Schauen wir doch einfach mal. Okay, das ist eine Attentäterin. Die muss so schnell wie möglich weggemacht werden, weil die hat... Die kann uns one-hitten. Wenn ich das richtig gesehen habe. Die hat irgendwie so eine Fähigkeit, dass sie uns, naja, umbringen kann. Und zwar relativ schnell. Wird auch Zeit, dass wir wieder zurückkommen. Weil ich will eigentlich hier ungern nochmal rasten. Das würde ich lieber gerne auf der anderen Insel schon machen. Ich hätte da, ja, Mist gebaut. Das hätte ich mit Pfeil machen können. Mit Pfeil und Bogen machen können. So. Hoppala. Eigentlich solltest du zaubern. Ja, hier sind die Nächsten. Du darfst, glaube ich, auch mal heilen. Und du darfst noch mal heilen. So. Gut gemacht, mein Freund. Gut gemacht. Jetzt noch dich. Perfekt. Und da haben wir... Da ist auch nochmal eine Attentäterin dabei. Speichern wir lieber mal. Gut. Das ist die Frage. Ah, kommen sie? Ja, sie kommen. Oh, das war schon die Attentäterin. Das ist immer schön. Die kommen im Moment relativ einzeln hier. Und das ist, finde ich, klasse. Hey. Gut. Okay, wir haben sie. Sehr schön. Würde ich, glaube ich, erstmal gerne hier oben bleiben. Und die Truhen plündern, die hier war. Sonst vergessen wir es nämlich nur wieder, gerade jetzt im Dunkeln. Da ist sonst nichts mehr. Gut. Speichern wir mal. Obwohl die Ewigkeit nun vor dir liegt. Falle muss auch unbedingt gesteigert werden. Ich hab's. Boah. Ich weiß nicht. Eine Lederrüstung, sehr schön. Ich weiß nicht. Ein Dolch, aber das ist ganz normal. Oh. Reaktion plus 7. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, identifizieren müssten wir eigentlich auch ziemlich, ziemlich mal steigern, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht. Okay, Reaktion plus 7. Was macht eine Reaktion nochmal? Wie schnell ein Charakter ist. Reaktion 14. Sind wir alle gleich? Ja, dann kriegst du die Dinger mal, hätte ich gesagt. Jetzt sind wir bei Reaktion 21. Ja, das gefällt mir schon viel besser. Ich weiß nicht. Das ging nicht, das ging nicht. Das war zum Verkaufen. Da muss ich echt mal ein paar Sachen. Ja, das muss ich wirklich mal nachschauen, was Sache ist. Was? Kenn ich nicht. Was? Kenn ich. Und die Dolche müssen wir auch mal nachschauen. Was? Kenn ich nicht. Wer hat der hier? Aha, 2D3. Was hattest du dann hier? 2D3 plus 4. Plus 4, das heißt, der ist um einiges besser als der hier, denke ich mal. Schauen wir das nochmal kurz an, aber...
um einiges besser, ja. Alles klar. Was? Und die anderen, das müssen wir alles mal noch anschauen. Aber das machen wir dann, sobald wir zurück sind. So. Du darfst erstmal hier nochmal heilen. Ja, das sieht alles im Moment, ja. Haben wir noch irgendwo Gegner? Mich würde es nicht überraschen, wenn noch Gegner da sind. Da ist noch so ein... Keine Ahnung, was das ist. Werden wir gleich sehen. Ah, das war's anscheinend. Keine weiteren Gegner, das heißt, wir haben alle erledigt. Sehr schön. Da haben wir den Teleporter, da gehen wir noch nicht drauf. Und da haben wir noch was. Ansonsten war's das. Ne, wir haben sonst wirklich nichts mehr. Okay, was ist denn das hier für ein Ding? Obelisk. Die Oberfläche des Obelisken fühlt sich lauwarm an. Eine Botschaft erscheint, als du deine Hand wegnimmst. F-O-T-F-E-E. Ja, okay. Aha. Was hat dir das jetzt gebracht hier? Ich habe keine Ahnung. Hat das jetzt irgendwie was gebracht? Also Mana oder sonst irgendwas? Nicht. TP auch nicht. Hoppla. Hier denke ich eigentlich auch nicht wirklich was. Ich sehe jedenfalls nichts. Halt mal, Obelisk. Das könnten... Flüssigkeit, da haben wir doch was. Obeliskenbotschaft Nummer 14. Okay, da haben wir auf jeden Fall was. Aber was das so gebracht hat, also, dass es so geleuchtet hat, ich habe keine Ahnung. Na gut, wie dem aber auch sei, wir dürften hier jetzt fertig sein. Jetzt hätten wir noch das hier zum Anschauen und das hier, ob da was ist. Aber ich glaube fast, da ist nichts mehr. So. Jetzt könnten wir das Seeräuberlager, glaube ich, mal anschauen. Das müsste doch jetzt offen sein. Machen wir das doch gleich mal. Wenn ich nicht vorbeirennen würde, würde das sogar funktionieren. Ich glaube, hier oben war's. Wen haben wir denn da? Diplomatie brauchen wir eigentlich nicht. Leder, Diplomatie, Erkennen und Falle brauchen wir auch nicht. Diplomatie, Erkennen, Falle. Nee, das brauchen wir alles nicht. Und wie sieht's eigentlich aus? Hoppla. Wegen... Nee. Keiner kann... 41 mehr Erfahrung. Ja, okay, da bringt es im Moment auch nicht wirklich was. Gut. Dann gehen wir mal schlafen, hätte ich vorgeschlagen. Hallo, reinspazieren. Bis morgen dann. So. Ja, und damit einen schönen guten Morgen. Und wir schauen beim Leuchtturm vorbei. Da haben wir ja, glaube ich, die Quest gekriegt. Hallo, wie geht's? Ja, okay, ist aber nichts mehr da. Also es war wirklich keine große, richtige Quest eigentlich. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Na gut, dann wollen wir doch einfach mal jetzt hier Sachen verkaufen und erkennen und so Zeug. Wenn die Geschäfte schon offen haben. Wie geht's? Erkennen. Das machst du ja nicht. Das verkaufst du ja auch nicht. Oh, das da macht er nicht. Ja, eigentlich nur die zwei Sachen hier. So, und dann schauen wir mal, ob wir das brauchen können. Rüstung plus 3 und Elektroschaden plus 5. Das ist gut. Und Rüstung plus 10. Oh. Das ist Rüstung 6, okay. Jetzt muss ich mal was schauen.
Ändert das was? Nee, das ändert überhaupt nichts. Ändert überhaupt nichts, weil das ja plus 10 ist und das hier plus 6 zwar nur, aber Rüstungsklasse plus 4. Wie geht's? Wie geht's? Wenn wir Sachen verkaufen wollen, den kriegen wir 276. Ja, ich hätte mich noch. So, Moment. Wie geht's? Wie geht's? Verkaufen. Den hier kriegen wir 398. Dann verkaufen wir doch den hier. Der gibt mehr Geld. Und behalten den hier. Die beiden Dinger, die sind ja, bringen ja genau dasselbe eigentlich. Genau. Dann wird der hier verkauft. So, dann schauen wir hier noch. Rüstung plus 3, der gab nur plus 1. Der gab nur plus 1. Der gab nur plus 1. Plus 3. Nur, dass da noch Elektroschaden-Dings drauf ist. Rüstungsklasse 34. Ja, ich würde sagen, dann kriegst du diesen Umhang hier und der blaue darf auch verkauft werden. Ha. Sehr schön. Verkaufen. Das Ding kann verkauft werden. Das hier konnte verkauft werden. Und das konnte verkauft werden. Und der Rüstung, ja, genau. Perfekt. Kaufen. Hast du sonst irgendwas Interessantes? Das sieht nicht danach aus. Nee. Das passt. So, dann gehen wir mal hierher. Speichern wir mal. Etwas kaufen. So. Sind hier jetzt irgendwelche netten Dolche dabei? Okay. Bis bald. So, jetzt schauen wir mal. Das hier ist Angriff plus 5. 2D4 plus 5. Der sollte um plus 4, plus 5. Aber du hast, glaube ich, noch kein so besonders gutes Ding drin. Dann würdest du den hier, glaube ich, kriegen. Das wird auch um einiges besser werden. Ja, das gefällt mir. Dann könntest du diesen Breitschwert kriegen. Genau. Den Donnerhammer wollen wir ja nicht. Der Blutdolch, schauen wir mal an. Das sind ganz normale Dolche. War hier was dabei? Normaler Dolch, normaler Dolch. Das Breitschwert interessiert nicht. Der Dolch könnte vielleicht interessant sein. Der Langdolch, glaube ich, aber auch nicht so richtig. So, schauen wir mal bei dir. Erst einmal Blutdolch. Ich glaube, das sind alles Blutdolche hier. 2D3 plus 4. Das sind... Nee, die kannst du alle vergessen. Und der Blutdolch. Blutdolche sind feierliche Waffen, die der Adel von Regner trägt. Ihre Popularität hat sich in den letzten Jahren auf den Adel von Enros ausgebreitet und nun können sie im ganzen Land gefunden werden. Sie sind scharf und zuverlässig. 2D2 plus 2. Nee, das, die bringen auch nicht wirklich was. Das heißt, das kannst du auch alles vergessen eigentlich. Na gut. Dann müssen wir eigentlich das Schwert erkennen. Bis bald. Das Schwert kriegst dann du in die Hand. Und die restlichen Waffen können wir verkaufen. Willst du etwas kaufen? Dann können wir das verkaufen. Den können wir nicht verkaufen, wollen wir auch nicht. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Und hier können wir eigentlich alles verkaufen. Perfekt. Und die hier können wir verkaufen. So, sehr, sehr schön. Halt, hast du sonst noch was Interessantes? Nee, sieht nicht wirklich danach aus. Reparieren. Nee, ich glaube, da ist nichts kaputt. Wo sieht man das eigentlich, ob irgendwas kaputt ist oder nicht kaputt ist? Ja, ich denke, das wird dann dabei stehen. Oder angezeigt werden, denke ich mal. So. Den wollen wir auf jeden Fall behalten. Das da muss noch identifiziert werden. Die ganzen Gewürze kommen mal rüber. Ja, müssen wir auch mal schauen, was wir damit machen. So viel Tränken, so viel Flaschen haben wir leider gar nicht mehr. Müssen wir vielleicht auch mal wieder neue Flaschen holen.
Ja, da holen wir uns gleich nochmal neue Flaschen. So, was können wir sonst noch verkaufen? Das müssen wir noch identifizieren. Das weiß ich nicht, welches Geschäft war das? Ich glaube, einer von denen da drüben. Alchemie hört sich doch ganz gut an, oder? Entschlossen. Hat aber noch zu. Und du? Kaufst du etwas oder siehst du dich nur um? Können wir nur... Ah, kaufst genau. Du etwas oder siehst du dich nur um? Können wir Sachen verkaufen? Kaufen, Flaschen. Geschlossen. Und das war die Bank. Ja, also wenn, dann hätte ich gesagt, bei dem... So. Geschafft. Machen wir hier rein. Frag mich, ob wir die Pflanzen irgendwie auch verkaufen sollten. Naja, gut. Okay, den müssen wir noch identifizieren. Den müssten wir noch identifizieren. Ich weiß es nicht. Die ging, glaube ich, auch nicht zu identifizieren. Ich schau gleich mal. Sternenfeuer will ich auf jeden Fall behalten. Felsattacke kann, glaube ich, verkauft werden. Schutzengel behalten wir mal. Feuerball kann verkauft werden. Fackellicht kann verkauft werden. Schutz vor Feuer behalten wir mal, solange wir das noch nicht machen können. Die zwei Sachen bleiben natürlich. Erhalten. Magischer Pfeil kann verkauft werden. Feucht verjagen. Behalten wir auch mal. Spiritueller Pfeil kann verkauft werden. Die müssen noch getestet werden. Gut. So, wie viel Zeit ist? 6:30 und die machst um 8 Uhr erst auf. Ja, gut. Dann will ich was anderes ausprobieren. Einfach um zu sehen, ob da was ist. Deswegen habe ich auch gespeichert. Genau. Falls nichts ist, dann... Falls nichts ist, dann lade ich einfach nochmal neu. Nee, das sieht nicht aus, als ob irgendwas wäre. Die HP will ich mir dann sparen. Da ist nichts. Okay. Dann kurz auf die andere Seite. Dann schauen wir da nochmal ganz schnell. Weil da könnte ja auch was Interessantes sein. Vielleicht jedenfalls. Und wenn... Sieht aber auch nicht wirklich danach aus, als ob da was sähe, als ob da was wäre. Hoppla. Weil wollte ich jetzt nicht schießen. Ja klar, jetzt kriegen wir Schaden, logischerweise. Nö, da ist auch nichts. Okay. Dann hätte ich gesagt, diese anderen Sachen müssen wir da noch holen. Identifizieren, die zwei Sachen hier identifizieren. Die noch identifizieren und das können wir verkaufen. Wahrscheinlich können wir noch ein paar Gläser holen. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir als nächstes hier rein. In die, zu den Silberhelmen. Da haben wir ja auch noch was zu tun. Sölmans beschafft das Geläut-Tempelbar. Sand oder Muse, die könnte hier vielleicht sein, aber ich bin mir nicht sicher. Der hat was gesagt von südliches Vor und dass hier südlich eigentlich nichts mehr gibt, obwohl... Nee, südlich liegt, glaube ich, nur Neusorpegal. Und da haben wir eigentlich alle schon geschaut gehabt und da war nur der Dings drin, der Tempel noch zu machen. Das heißt, ich müsste eigentlich der hier sein. Das müssten wir also machen. Die magische Quelle, glaube ich, finden wir hier nicht. Hier müssen wir das noch machen. Stürme den Vorposten der Silberhelme bei Mist und bringe Beweise für ihre Korruption zum Machtmeister von Mist. Und das alles andere war im Dings drin. Gut. Dann würde ich auch sagen, dann gehen wir da rein, machen das ein bisschen. Wenn Zeit ist, gehen wir da zurück zu dem Laden, schauen, was wir noch Zeug haben und können Sachen verkaufen. Schauen mal, dass wir diese Quest haben. Und wenn wir das haben, dann sind wir mit Mist eigentlich so gut wie fertig. Unser Hexenmeister muss die Aufgabe noch machen, aber das ist irgendwo anders.
wenn wir die Beweise gefunden haben, können wir es beim Rathaus abgeben. Und wenn wir das andere gefunden haben, auch noch beim Hexenmeister hier beim Rat. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Passt soweit. Und dann werde ich zurück nach Neu-Sorpegel gehen. Und wenn wir in Neu-Sorpegel sind, können wir zum Tempel gehen, denke ich. Und natürlich die anderen Sachen, die anderen Inseln noch anschauen. Per Wasserwandeln sollte das ja alles kein Problem sein. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.